Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Was haben wir hier? Den Krämerladen. Wo wir da nicht rein können. Was? Ja? Ich überlege. Das wollte ich nicht. Steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Also, ich gebe euch mein Geld. Geht bitte ein bisschen netter mit mir um. Danke. So, hier, den können wir nämlich noch wieder beschachern verkaufen. Die waren mir jetzt langsam. So, ein Bogen würde mir auch reichen. Auch eine Spitzhacke würde mir reichen. Wieso habe ich die nicht an? Die Eisenhandschuhe. Genau wie den Helm. Mit Schildern spiele ich nicht. Oder doch? Nee. So. Der Leitungsbuch Alchemie. Was wird hier? Baupläne, Fuchspelze. Messernägel. Eine Schaufel behalte ich mal lieber. Kann ich mich mal gerade ausrüsten? So, das habe ich. Das habe ich ja auch an dich. Der Bull. Ja. Ja? Nein, sie ist nur zum. Ja, ich weiß. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Da könnte ich nochmal gucken, was der so hat, aber der hat wahrscheinlich auch nichts besessen. Ne? Ein kleiner Rucksack. Den nehme ich. Einen Rucksack nehme ich. Reitet wohl. Jo. Was haben wir denn hier? Flussheim, Haus des Gerbermanns. Gut, gehen wir da einfach mal rein. Schick. Dass es so schöne Bilder und so alles hier gibt. Aber auch hier ist nichts Besonderes. Also können wir auch wieder direkt rausgehen. Mit dem können wir halt einfach nicht reden. Was haben wir denn hier? Eine sichere Tour. Ihr habt eine sichere Tour gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen habt, ihr könnt nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung und am Myranentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen dasselbe Inventar. Ja, das ist praktisch. Habe ich denn Sachen, die ich nicht brauche? Die ich hier reinmachen könnte? Also so typische... halt meine Sachen, die ich aufbewahren will. Baupläne brauche ich zum Beispiel auch nicht. So. Huch. Irgendwann will ich auch mal nach Ark. Ja, ich will auch mal Ark kaufen. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Naja. Lebt wohl. Lebt wohl. Och Gott, was ist denn hier los? Irgendwann werde ich wann. Ihr seid Abenteurer, oder? Ich habe eine Menge zu erzählen. Die singen nur. Aus einem Gazidromate, was auch immer für ein Name das ist. Was haben die alle für riesige Räume? Auch so geil, anstatt dass du hier eine Wand einbaust, ne, hier der Balken ist schon vorhanden. Nö, alles in einem Raum. Das ist super.
Naja. Ja, darum ist ein Tempel. Was ist das für ein Haus? Nö. Haus des Majors. Jo. Was haben wir denn hier? Major Yuga Federball. Was wollt ihr? Mir wurde gesagt, eure Frau sei erkrankt. Und wenn? Was hat das mit euch zu tun? Vielleicht könnte ich euch gegen eine kleine Entlohnung helfen. Ah, natürlich. Und wer seid ihr? Dalgala? Vielleicht haltet ihr euch für besonders klug. Aber ihr seid nicht der erste Quacksalber, der aus meiner Situation Profit schlagen wollte. Ihr solltet euch schämen und jetzt schert euch davon. Ihr wieder. Hört, ich bin wirklich beschäftigt. Was, mit rumstehen? Ich meine es wirklich gut. Und das versteht das eine oder andere von Magie. Vielleicht kann ich eurer Frau ja helfen. Na schön. Jetzt ist es auch schon egal. Kommt, folgt mir nach oben. Dort redet es sich besser. Oh, oh. Ein schöner Staubeinfall hier. Alles ist eine schöne Sache wieder. Oh, es ist so still hier. So. Setzt euch. Klar. Also, machen wir es kurz. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Also halluziniert sie. Vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malphas. Seit der Nacht jedoch, in der sie sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Pater Vildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösen Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und diese Stimmen hörten Sie? Ja. Und die Momente, in denen sie sie hört, sind die einzigen, in denen sie mittlerweile überhaupt noch aufwacht. Sie schreit dann immer und schlägt um sich, als stünde der schwarze Wächter höchstpersönlich vor ihr. Es ist schrecklich mit anzusehen. Mein Bruder Meldor ist reisender Arkanist und hat das Haus bereits auf magische Anomalitäten durchsucht. Aber da ist nichts. Was auch immer diese Stimmen verursacht, beschränkt sich auf ihren Verstand. Mein Beileid. Und sagen diese Stimmen irgendwas? Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Und ihr habt überhaupt keinen Verdacht, woher das so plötzlich kommen könnte? Nicht einmal den geringsten? Nein, nicht einmal den geringsten. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist, dann soll Malphas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Schon gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendeinen Anfangspunkt für mich? Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Ja, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warten wir. Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen.
Ja, dann. Bist du der Meldor? Ihr seid der Besuch, den Yuga angekündigt hat. Richtig? Richtig. Sind wir soweit? Ich schätze schon. Kommt mit. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was die Erfolgschancen dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Richtig, richtig, richtig. Die haben zu viele Bücher. Das finde ich gut. So. Hast Besuch, Yuga. Danke, Meldor. Und danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht schön. Ach, Mathilda. Ja, ja. Nein. Ich... Yuga, sie kommen. Und es geht los. Nein. Nein, 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 bitte nicht! Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Bilders! Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Nein, nein, ich habe seit kurzem diese Visionen. Ich weiß, es klingt skurril und ich verstehe es selbst nicht. Sagt euch der Name Pentas etwas? Es macht keinen Sinn zu versuchen zu erklären, wie es ist, dass ich etwas gehört habe. Sagt euch der Name Pentas etwas? Nein, das Erste. Das war doch dieser Fischer. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Ich weiß es nicht, aber irgendwas sagt mir, dass wir dieser Fährte nachgehen sollten. Irgendetwas. So, so. Wären die Umstände andere... Hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Dann gib sie ihr. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat... Dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Aber natürlich. Dieser Helm, ne? Naja. Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Ja, so ein bisschen. Ihr seid Arkanist, richtig? Seid ihr also ein Teil dieses Heiligen Ordens? Dieses Heiligen Ordens? Herrje, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. Also seid ihr weder Wildmagier noch ein Arkanist des Ordens? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbauen. Ja, dann haben wir da auch die nächste Quest. Sonnenküste. Oder auch Flüsseheim genannt. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Weil sie, wie dieser Hund die ganze Zeit rumtollt, ist auch toll. Doppelt.
Was haben wir hier? Flussheim-Tempel. Mal gucken, was im Tempel so ist. Eieieiei, Messe beginnt gleich, oder was? War nicht. Irgendwas war doch hier mit dieser Quest auch, dass das im Tempel war. Wie haben wir die? Reisende. Hallo. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen da? Ja. Ich höre mir mal gerade die Messe an. Es gibt wohl kaum ein Wort, das ähnliche Gefühle in uns erweckt. Warum müssen wir sterben? Ist der Tod nicht eine Strafe? Und falls ja, weshalb schenkt Malphas manchen von uns ein langes, friedliches Leben, während andere, ebenso wegestreue Menschen, unter Entbehrungen schuften müssen, nur um dann von einem tragischen Unfall oder einem feigen Mörder aus dem Leben gerissen zu werden? Es erscheint uns ungerecht, ja. Und auch ich fragte mich häufig, wie unter Malphas wachsamen Augen eine derartige Ungleichheit bestehen kann. Dabei liegt die Antwort so nahe, wenn wir nur wissen, wo wir suchen müssen. Denn nicht ihr Fehlen, sondern die Fragen selbst sind das Problem. Lasst mich eine Stelle aus der Heiligen Schrift rezitieren. Im zweiten Vers des Pfades spricht eine trauernde Witwe nach dem Tod ihres Gefährten zu Malphas. O Lichtgeborener, wieso fällt mir derartiges Leid zutage? Wieso muss ich bis zum Ende meines Pfades in Trauer leben, während die Nachbarsfrau glücklich mit ihrer Gefährtin leben darf? Da erschien ihr eine Lichtgestalt. Und voller Ehrfurcht fiel sie vor ihr auf die Knie. Erkannte sie doch, dass es sich um keinen geringeren als Malphas selbst handelte. Trauere nicht um den Verlust deines Mannes, o verirrte Seele. Er war ein aufrechter, wegestreuer Mensch. Und ich habe seine Taten auf der letzten Reise abgewogen. Er wandelt nun wieder unter uns, in einem neuen, jungen Körper. Aber die Witwe konnte sich ob der göttlichen Stimme der Lichtgestalt nicht beruhigen. Erinnerte sie sich doch an all die schönen Momente, die er und sie zusammen verbracht hatten. O Lichtgeborener, ich verstehe, dass nun ein besseres, neues Leben vor meinem Geliebten liegt. Aber ich werde ihn niemals wiedersehen. Wieso strafst du mich mit all der Trauer und den Schmerzen? Habe ich nicht auch wegestreu gelebt, dir stets gehuldigt und den Pfad geehrt? Da geschah etwas Unglaubliches. Die Lichtgestalt kniete sich nieder und fuhr der trauernden Frau voll väterlicher Liebe über das graue Haar. Für einen kurzen Moment spürte die Witwe all die Liebe in ihrem Herzen. Ja, ihr war, als hätte sie eine größere Wahrheit begriffen. So wie ein Mann, der Tag für Tag nur durch ein trübes Fenster starrt und plötzlich begreift, dass er nur die Tür öffnen muss, um nach außen zu schreiten. Deine Frage zeugt von großer Bedachtheit, sagte da der Lichtgeborene voller Mitgefühl und Würde. Aber sag mir, was gäbe deinem Leben denn Geschmack, wenn der Tod nicht wäre? Ist er es nicht, der dir die Kraft und den Wunsch gibt, jeden Tag zu heiligen und zu nutzen? Würdest du nicht, sollte dir dein ewiges Leben beschieden sein, voller grauer Gedanken und Trägheit, die Sekunden zählen und stets an Ort und Stelle verharren, wissend, dass du wie eine alte Eiche noch in 1000 Jahren hier stehen wirst? Die Lichtgestalt erhob sich wieder. Nur die Endlichkeit des Lebens schenkt der Seele Schaffenskraft und Mut, auf dem Pfad voranzuschreiten. Und wie eine Wunde den überlebenden Krieger aus der Schlacht stärker hervorgehen lässt, so wirst auch du als weisere Frau aus der Trauer hervorgehen. Und sanft fügte sie hinzu, aus dieser Erkenntnis heraus entschied ich auch, o Kind, den Tod in seinem Wirken nicht einzuschränken, sodass eine wegestreue Seele mit einer jeden Wiedergeburt die Erinnerungen an das alte Leben verliert. Denn nur so kann jeder neue Pfad mit einem unvoreingenommenen Geist beschritten werden. Die Frau brach in Tränen aus,
als sie die Weisheit Malfas Worte begriff. Danksagungen hervorbringend, senkte sie die Stirn auf den Boden. Hatten die Worte des Lichtgeborenen ihr doch geholfen, die Trauer als Herausforderung und als Strafe zu begreifen. Und als sie ihren Blick wieder erhob, um der Lichtgestalt erneut in das schöne Antlitz zu blicken, war diese schon verschwunden. Denkt an diese Worte, wenn euch der Trübsinn überkommt. Nur ein Leben mit dem Tod ist auch lebenswert, auch wenn uns dessen Willkür als ungerecht erscheinen mag. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Nacht. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Und ich würde sagen, bis dahin und bis zur nächsten Folge.